Hallo Freunde, da bin ich wieder, Sera von LP und es geht weiter mit The Lost Vikings. Ja, wie ja bekannt, oh, den muss ich, glaube ich, ja, den müsste ich aufhalten erstmal. Ja, wir sind jetzt in der Steinzeit. Ja, wir alle, ihr, ich, wir sind in der Steinzeit. Und wir müssen aus der Steinzeit entkommen. Und wie machen wir das? Indem wir erstmal volle Kanne gegen die Wand rennen. Ja, wenn ihr es nicht in eurer Zeit, wenn ihr euer Zeitalter nicht mögt, rennt gegen die Wand. Oh, oh, okay. Da werden wir garantiert nicht nochmal hin. Also nicht mit Erik hinhüpfen. In der letzten Episode habe ich da oben ja den Schlüssel geholt, den wir hier eingesetzt haben. Und jetzt gehen wir weiter. Und holen die Wikinger ran. Am wichtigsten sind erstmal nur Balrog und Olaf, um sauber zu machen. Oh, 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 oh. Oh ja, die sind gefährlich, weil die können Olaf, wie ihr seht, wegsubsen. Das ist das ganz Blöde. Die muss man bis an eine Wand drücken oder so. Ihr seht, er wird immer ein Stück wegbewegt. Ihr müsst versuchen, die einzufangen, sozusagen. So zum Beispiel. Ihr seht, währenddessen sind sie auch ein bisschen unverwundbar. Autsch. Und nein, die kann ich nicht in die Lava subsen. Ja, erster Treffer. Jetzt gehe ich zurück. Ah. Okay, jetzt hole ich Olaf wieder ran, damit ich etwas Spielraum habe. Zack, zack, zack. Oh, oh, oh. Nein! Hab die Chance verfehlt. Und das war das wieder mal einer meiner kleinen Fehlerlein. Okay, ja. Ja, endlich. Diese Gegner fordern einiges an Geduld von einem. Okay, weiter geht's. Wir haben keinen roten Schlüssel. Den müssen wir uns holen. Und dafür müssen wir einfach jetzt... Das ging ja zum Glück leicht. Wir müssen nur mit Olaf darüber den Schlüssel holen. Darunter aufschließen. Aufschließen. Was kommt hier? Eine Leiter nach oben. Erstmal. Okay. Rapti. Ich nenne ihn jetzt Rapti. Au! Okay, jetzt muss ich aufpassen, sonst darf ich laden. Wop, wop, wop. Zöhlegeräusche. Okay, den gelben Schlüssel brauchen wir auch. Wo gibt es den gelben Schlüssel? Da oben ist der gelbe Schlüssel. Also ist klar, was wir tun müssen. Wir müssen neben nicht. Hm, wie war das nochmal? Von hier aus? Von hier aus können wir... Ja, wir sind gerade noch dran gekommen. Oh! Oh! Ja. Wenn das so weitergeht, dürfen wir wirklich neu laden. Okay, jetzt wird's komplex. Jetzt müssen wir aufpassen. So. Hm, Bam. Bam. Ein erster Treffer. Hinter Olaf Hill zurück. Das war's. Ich hoffe, es gibt hier noch ein bisschen Obst. Ja, es gibt sogar was Besseres. Pass mal auf. Ach nein, jetzt habe ich... Was habe ich euch für Unsinn erzählt? Tut mir leid. Nein, das gibt kein... eine Komplettregeneration. Aber... es gibt einen extra Trefferpunkt. Einen Bonus-Trefferpunkt.
Jetzt hat Olaf praktisch wieder 2 Trefferpunkte. Okay, jetzt muss ich schnell zu Belog switchen und alle unsere Gegner hier platt machen. Ah, der 5-Minuten-Lag. Ich nenne ihn so, weil er alle 5 Minuten auftaucht, wenn 5 Minuten der Aufnahme fertig sind, vollendet sind. Und ganz passend sind wir auch am Ende des Levels angelangt. So, jetzt schießen wir den Gegner noch weg und kommen endlich ins Ziel. Zum Glück sind wir nach jedem Level wieder komplett geheilt. Wer waren diese seltsamen Typen? Weiß nicht, doch hast du ihre Frisuren gesehen? Und da sagen einige, wir müssen zum Friseur. Tja, vielleicht gab's zu dieser Zeit noch keine Friseure, beziehungsweise zu der Zeit dieser Typen da. Okay, safe. Yay, auf geht's, weiter geht's. Ach, ich freue mich einfach des Spiels wegen, weil ich hab das... Wann habe ich das gespielt? Das war sehr früh. 1990, um einfach mal so eine Zeit zu haben, wann es gewesen sein könnte. Da habe ich das zum ersten Mal gespielt. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann der Amiga rauskam, wann ich ihn hatte. Ich weiß nur ungefähr 1991, 92 oder 1990 um den Dreh hatte ich einmal dieses Spiel und es erst nur gesehen, dann selbst probiert. Und ich kam und kam nicht weiter. Aber jetzt will ich es zum ersten Mal durchspielen. Kann man dagegen rennen? Ja, da kann ich gegen rennen. Geil. Brachte mir ein Zinken. Ich glaube, die heilen sogar 2 Punkte, wenn es mich nicht irre ist. Weiß ich jetzt nicht mehr. Na, da kletter ich noch nicht hoch. Ah, okay. So und so. Und weiter geht's. Aha. Okay, okay. Hier lang. Ich mach lieber erstmal komplett sauber. Da ist nichts. Okay. Oh, nein. Bringen wir Erik hier hin? Belok, komm. Ja. Stell Olaf besser weit nach vorne, damit, wenn ich den jetzt bekämpfe, ich viel Spielraum habe. So, Nummer 1, Treffer 1. Okay. Bam, das war's. Okay, weiter geht's. Hier auch einer. Aber erstmal... Na, da muss... Olaf gleich wieder herkommen. Okay, und jetzt brauchst du schnell Belok. Wusste ich doch, dass sowas passieren muss. So, aber jetzt. Erster Treffer. Belok noch... Macht mir keiner Angst, ihr. So. Jetzt noch den niederkloppen. Und bevor ich die Episode mal wieder beende, lasse ich noch ihn das hier holen. Ah, okay. Da kommt noch einiges auf uns zu. Okay. Aber ich sag jetzt lieber gleich, weil das Team komplett ist. So, ja, ich töte nur noch diesen Gegner hier, damit es nicht passiert, dass er mir den Safe State irgendwie versaut, weil... So. Okay. Wie es weitergeht.
Ja, das seht ihr, sehe auch ich, weil ich habe das meist vergessen, seht wir beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wir spielen Lost Vikings. Ich bin Sarah von LP. Ciao!